Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. So, dann reden wir mal mit ihm. Interagieren. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Was sind Sagen Diptam? Sie nichts. Sie suchen was Neues. Ja, okay. Diptam-Samen. Schaltet die Fähigkeit frei, Diptam in kleinen Töpfen wachsen zu lassen. Okay. Und dann nicht verfügbar. Ja. Okay, was ist das? Dünger. Plusgras-Samen. Knöterich-Samen. Malvenkraut-Samen. Sand der Schrumpfe. Pillfeige, okay. Gut, in dem Falle. Ups, gekauft. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Ja, aber wir können das ja noch nicht anbauen. Ah, wir können Sachen verkaufen. Okay, sagen wir, alles was rot ist, verkaufen wir zuerst einmal. So, das hier. Sie haben einen guten Blick für Geschäftliches. Ja. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Und der Rest. Ja. Gut. In dem Falle, das reicht vorerst. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Gut. In dem Falle. Das Sammlung. Ausrüstung. Schauen wir hier. Haben wir etwas Besseres als diese Handschuhe? Okay, Offensive. Angeschafften. Wenn wir die hier verkaufen, dann weiß ich nicht. Moment. Ah, F. Aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, ich. So. Schwarz oder diese. Was ist das? Legendäre Handschuhe. Gut. Dann habe ich eine neue Brille. Nein. Ein Hut. Nein. Oh, ich sehe gerade Ausrüstung 13 von 20. Dann ist es gut, dass wir das Zeug verkaufen. Sonst auf einmal haben wir keinen Platz mehr. Oh. Meine Eigenschaften angewandt. Weiß doch nicht, was das zu bedeuten hat. Okay, das Muster sieht da eigentlich interessant aus. Obwohl, ich dachte, es bewegt sich. Ja, ich würde sagen, das können wir mal anlassen. Was haben wir hier? Ricetta, Schulumhang. Ah. Ein Cape. Okay. Ich glaube, wir werden uns. Wir nehmen das hier für die Werte. Das ist Offensive. Aber wir machen den da.
Outfit, was haben wir? Ja. Also, was haben wir hier? Sieht nicht schlecht aus. Ich glaube... Ups. So. Den Rest können wir verkaufen. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, vorerst. Oder was haben wir hier zur Auswahl? Ist das... oder? Ja. Das ist die dunkle Künste, oder? Ja. Wir tragen das hier. Ja, sieht gut aus. Dann verkaufen wir den Rest. Eulenpost? Keine. So. Sind wir dabei? Ich wollte ja eigentlich... Ich dachte, hier ist ein... Ah ja, hier, Herausforderungen. Da haben wir alles eingesammelt. Gut. So. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Ich will was verkaufen. Ja. Soll ich das angewöhnen? 3000 Galleonen. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Also, die Geldmenge hier ist ein bisschen übertrieben. Denn wer sich an die Filme und Bücher erinnert, da war es ja so, dass die Weasleys... Müssen wir dahin? Die Weasleys ja eine... Was waren es? 5 Galleonen oder so? Galleonen? Auf der Bank hatten, das waren ihre ganzen Ersparnisse und wir haben hier schon 2000. Oh. Open. Revelio. Mir kommt gerade in den Sinn. Haben wir das hier oben gemacht? Warte. Was habe ich da gerade? Okay, das ist dann nur dieser Thron. Haben wir Revelio hier unten gemacht? Okay. Es scheint so, als hätten es wir. Revelio. Riesenkürbisse, vielleicht hier? Und hier hinten waren wir ja nicht. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Ah, Sie sind's. Welch schöne Überraschung. Ja. Bin ich auch. Gut. So, dann machen wir hier. Willkommen bei J. Pippins. Revelio. Aha. Kiste aufmachen. Ein Schal, der nicht besser funktioniert als das, was wir haben. Und ich hatte etwas in den Sinn. Ja, aha. Ja, aber wir haben jetzt neues Aussehen. Ah, nee, nicht wir. Ja. Ich habe es doch richtig gesehen gehabt. Bei Paar kann man die Kapuze rauf und runter klappen. Okay. So, ich glaube, ich habe das mal auf dem Bild gesehen. Ah. Revelio.
So, J. Pippins Zaubertränke. J. Pippins Zaubertränke gegründet 1753, ist die Apotheke in der Hogsmeade, in der Inhaber Harry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränke und deren Zutaten verkauft. Gut. So, dann reden wir mal mit ihm. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Alles gut. Zuerst einmal, hier sind die Rezepte. Was haben wir hier? Edorus-Rang. Das Rezept für einen Rang, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt, das ihn vor Schaden schützt. Edorus-Rang und Power. Der Mega-Power-Trank. Ein Heiltrank. Warum nennt man ihn Mega-Power-Trank? Egal. Wir nehmen das hier. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Was haben wir hier? Fokustrank. Der hat die Ablenkzeit für Zaubersprüche der Trinkenden reduziert. Donnerbräu. Ein Rezept für mächtige Schadenstränke. Unsichtbarkeitstrank. Ein Rezept für einen Zaubertrank, der den Trinkenden nahezu unsichtbar macht. Okay. Maximastrank, ein Rezept, Zaubertrank, der den Zaubernden, des Trinkenden, der Zauberschaden des Trinkenden für kurze Zeit erhöht. Okay. Vorfliegen, dann haben wir die Trink hier. Unsichtbarkeitstrank. Okay, nehmen wir das hier. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Also 1200 für diesen Trank hier. Der kostet selbst 500. Also ich kann das kaufen und mache mir, sobald ich schon 3 Tränke gemacht habe, scheint das schon rendiert zu haben. Hauch der Toten. Okay. Unsichtbarkeitstrank 500. Ich würde gerne was ausprobieren. Diesen Preis? Moment. Der Mega-Bautrank haben wir. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Revelio. So. Wollte ich sagen? Ach ja. War das nicht vorhin eine Frau? Okay. Denn meine Vermutung ist, wenn man... Also sie öffnen das Auge. Wenn man nah genug rangeht, schließen sie das Auge. Meine erste Vermutung war... Auf geht's nach Hogsmeade. So. Meine erste Vermutung war, es zu blenden. Aber funktioniert ja nicht. Levioso. Reparo. Accio. Ja.
funktioniert ja nicht. Also ist meine zweite Vermutung, dass wir unsichtbar sein müssen, um uns anzuschleichen und dann zack zu öffnen. Gut, also wir haben ja eigentlich ja alles schon untersucht. Revelio. Aha, hab's gerade gesehen. Aha. Gemeinschaftsgarten von Hogsmeade. Dieser kleine Gemeinschaftsgarten im Herzen des Dorfes ist der perfekte Ort zum Anbau verschiedener Kräuter und friedfertige Zauberpflanzen. Okay. Revelio. Okay. Gut. So. Wissen wir hier. Ich wollte mir das fürs Letztes aufheben, aber vielleicht ist es doch besser, wir sind ja gleich da, also warum nicht? So. Revelio. Okay. Ollivanders Zauberstabsgeschäft. Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern und mit allerlei Flexibilität, jeder mit einem von drei magischen Kernen, suchen sich ihre Besitzer in diesem gemütlichen, unübersichtlichen Laden aus, der von dem freundlichen und sachkundigen Gerbold Ollivander geführt wird. Die Familie Ollivander ist seit 382 vor Christus als Zauberstabmacher tätig und gilt als die beste Großbritanniens. Wenn nicht sogar der Welt. Okay. Es war so. Buchseiten. Es fehlen also ein bisschen weniger als 20. 17. Oder? Ja, kann sein. Ja, 17. Demigeister, Statue und Sammeltruhen. Also gehen wir da rein. Bei Merins prächtigem Revelio. Nicht schon wieder. Okay. Hier ist nichts. Gut, dann klingeln wir. Ich bin gleich bei... Sie sind es. Einen Moment, bitte. Guten Tag. Ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Ui. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was?
Wir finden schon etwas für sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Ach, Herrje. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Oh. Okay. Halm Honigbaum. Okay. Zauberstab fertigstellen. Okay, zuerst einmal hier. Also, Variation. Wirklich interessant. Ah, warmes Braun. Klassik. Ist das das Holz? Zauberstab Stiel. Nee, Holzart ist das hier. Zauberstab Kern. Drachenherzfasern, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Das Haar eines Einhorns, das alle Zauberstäbe dient und Zauberstabkern, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Die Feder eines Phönix, die als Zauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Ich glaube, hat das überhaupt irgendeine Auswirkung? Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Mhm. Die Phönixfeder. Außergewöhnlich selten und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Okay. Zum Einhorn sagt er nichts. Oder wie? Ein Zauberstab mit Einhornhaar ist sehr zuverlässig und seinem Besitzer treu. Ich nehme den. Faszinierend. Ja. Wirklich interessant. Das ist eine Auswirkung, je nachdem, was wir da auswählen. Also das ist die Länge, aber hier ändert sich nichts. Faszinierend. Ziemlich flexibel. Und nachgiebig. Okay. Wirklich interessant. Also nach der Lore ist ja, je flexibler oder biegsamer dein Zauberstab ist, desto flexibler und biegsamer dein Geist ist. Und wenn du einen unnachgiebigen Geist... Faszinierend. Ja, unnachgiebigen Geist hast, dann ist auch dein Zauberstab unnachgiebig. Du bist stur. Ich würde sagen, für wirklich uns... Wirklich interessant. Elastisch, ziemlich biegsam... Gute Hartschläge. Ich würde sagen, gute Mitte. Ich kann sehr stur sein, aber ich bin auch bereit. Faszinierend. Ja. Okay. Akazie, Erle, Apfel, Esche. Wirklich interessant. Ebenholz, Holunder. Faszinierend. Tanne, Sommerreife, Tanne, Weißdorn, Haselnuss. Wirklich interessant.
Ja, aber es bringt eigentlich nichts. Aber ich nehme die Akazie, weil ich gerne Akazienhonig habe. Ich weiß nicht gerade, das ist. Faszinierend. Okay. Aha. Wirklich interessant. Aber es braun. Ringe. Faszinierend. Wirklich interessant. Oder das oder das hier? Oder das hier? Was haben wir sonst noch? Honigbraun. Warmes Braun. Faszinierend. Warmes Braun, Schwarz. Oder dieses klassische. Wirklich interessant. Ist irgendwann mal besseres Aussehen? Wir nehmen das hier. Ja. Sieht gut aus. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Das war sehr gut. Ich finde es schade, dass Sie sich eher am Film orientiert haben als am Buch. In dem Buch kommt Mr. Ollivander bei einem vorbei, misst die Abstände der Augen, wie lange die Finger sind und alles Mögliche, drückt tonnenweise Zauberstäbe in die Hand und nimmt sofort wieder weg, bis dann irgendwann mal die richtige gefunden wird, bevor irgendetwas wie vorhin explodiert und aus der Hand läuft und so weiter und so fort. Aber gut. Revelio. Sind die Zauber jetzt stärker oder besser? Oh, ist das ein neuer Geist? Akio. So. Revelio. Ja. Perfekt. Verzauberte Treppe. Oh. Die verzauberte Treppe im Laden. Wälzer und Schriftrollen offenbart sich, wenn ein bestimmter Buch bewegt wird. Der Inhaber Thomas Brown verkauft eine Vielzahl von von schriftlichen Produkten. Darunter auch Zauberanweisungen, sogar praktische für die Beschwörung. Revelio. Ja, und jetzt haben wir den Zauberstab in der Hand. Gut, dann gehen wir nach oben. Hm.
Ja, was haben wir hier? Oh, oh. So, das sollte das hier sein. Also mehr Verteidigung. Vom Aussehen her. Ist es das, was wir gewählt haben? Nee. Wie war das? Ja. Ich will etwas überprüfen. Sieht eigentlich gut aus. So. Oh, Talente. Die sind alles so noch weggepackt. Gut. Revelio. Gut. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge reden wir mit ihm. Ciao.